Okay, ich wollte euer gemütliches Beisammensein gar nicht groß stören, aber wir haben jetzt den nächsten Vortrag. Wer schon mal auf der Trollcon war, kennt Klaus schon. Alter Trollforschungsveteran, seit der ersten Trollcon dabei. Und ja, ein kleiner Applaus zur Begrüßung, bitte. Ja, guten Tag zusammen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Also, es ist so, ich hatte vorhin erfahren, dass eine Absage da ist von dem Vortrag. Und da habe ich gedacht, ich kann spontan nach dem Vortrag, können wir noch einen kleinen Workshop machen zum Thema Trollerei. Ich war im Oktober war ich in Hannover beim Hackover, und da habe ich einen Workshop angeboten, der heißt Wer bist du und was willst du von mir? Und in diesem Workshop habe ich mal so einige Materialien mitgebracht, so aus Diskussionen von sozusagen Trollerei bei Blogs und so etwas. Und die habe ich vorgetragen. Das sind so Fallbeispiele von Diskussionsverläufen. Und die habe ich mit den Leuten da mal diskutiert. Und wenn ihr Interesse daran habt, würde ich sagen, bevor wir Langeweile haben, können wir im Anschluss an den Vortrag diese Materialien, ich habe die mir da zurechtgelegt, mal auch wieder vornehmen, das sind genau dieselben, und mal darüber diskutieren. Das ist durchaus interessant. Habt ihr daran Interesse? Gut. Dann würde ich folgendermaßen vorschlagen: Ich mache eine halbe Stunde gleich einen kleinen Vortrag, den man vielleicht auch als eine kleine Einführung dann lesen könnte, und dann anschließend machen wir 5 Minuten Pause oder wie lang? 10 Minuten, und dann machen wir noch einen kleinen Workshop. Okay, also es gibt ein neues Zauberwort, ihr kennt das bestimmt, das ist ein Adjektiv, mit dem man ganz viele bekannte Dinge, die jeder kennt, Sachverhalte, Themen, Phänomene oder Begriffe bezeichnen kann, ein neues Adjektiv, und zwar mit einer Eigenschaft bezeichnen kann, die eigentlich keiner begreift. Und dieses Adjektiv heißt digital. Habt ihr alle schon mal gehört? Ich will das mal aufzählen, was man mit digital alles bezeichnen, also welche Dinge man alle mit der Eigenschaft digital versehen kann. Digitale Agenda, digitales Archiv, digitale Bürgerrechte, digitale Dokumente, digitales Erbe, digitale Freundschaft, digitales Geld, digitale Gesellschaft, digitale Infrastruktur, digitaler Journalismus, digitales Lexikon, nicht wahr? Digitale Politik, digitaler Protest, digitaler Radiergummi, ihr kennt das alles. Digitale Revolution und digitales Vergessen und so weiter. Also, wenn ich in meiner Twitter-Timeline gucke, jeden Tag, also es ist schwachsinnig viel. Worüber ich zunächst reden möchte: worüber informiert diese inflationäre Verwendung dieses Adjektivs digital? Ich meine vor allen Dingen die inflationäre Verwendung. Natürlich kann man irgendwelche Dinge mit dem Adjektiv digital versehen, das ist keine Frage, das ist ein Adjektiv wie jedes andere, aber es geht ja um diese inflationäre Verwendung. Immer dann, wenn man über etwas sprechen möchte, das eigentlich allen irgendwie bekannt ist, aber auf die eine oder andere Weise mit dem Internet in Zusammenhang gebracht werden kann, dann erhält es die Eigenschaft digital. Gewalt zum Beispiel kennt jeder. Jeder ist auf die eine oder andere Weise über Gewalt informiert, wie und wodurch auch immer. Jeder kann darüber sprechen und schreiben. Und das können wir deshalb so gut, weil darüber schon sehr viel gesprochen und geschrieben wurde und auch wird, sodass uns eigentlich die Kommunikation über Gewalt sehr gut vertraut ist. Aber kaum verbindet man Gewalt oder assoziiert man Gewalt mit Internet, schon ist es digitale Gewalt. Nicht wahr? Und dann fragt man sich ja, was soll das eigentlich? Ne? Und der Witz eigentlich ist, und das ist das Interessante, in dem Augenblick, wo man es mit dieser Eigenschaft digitale Gewalt versieht, da weiß man plötzlich gar nicht, was das bedeutet. Ne? Natürlich kennt man die Sprache, man kennt das Wort digitale, man kennt das Wort Gewalt, aber die Assoziation jetzt auf einmal, diese Verknüpfung, die erzeugt nur auf einmal momentan und spontan so die Frage, hör, keine Ahnung, auf einmal kann man nicht mehr drüber reden oder nicht mehr so gut. Also auf einmal muss man, wenn man eben doch darüber reden will, erstmal so die Frage stellen, was ist das eigentlich? Oder was heißt digitale Gewalt? Und schon kommt jemand fängt nun an, da irgendeine Definition vorzuschlagen. Ne? Und der Witz ist nun, das gilt nicht nur für dieses Thema Gewalt, sondern für alle anderen Themen auch. Sobald man die dann eben mit irgendeinem Adjektiv versieht, und alle mit dem gleichen Adjektiv versieht, dann ereignen sich plötzlich, so könnte man das etwas theoretisch abstrakt formulieren, so spontan in der Kommunikation so Gedächtnisverluste. Gedächtnisverluste heißt, du weißt auf einmal gar nicht, worum es geht. Na, obwohl dir das alles gut vertraut ist, weißt du plötzlich nicht, worum es geht. Und auf diese Weise kann man nun, und das ist das, was in der Gesellschaft stattfindet, das Sprechen und Schreiben über eben bekannte Themen verändern. Das ist ja klar. Dir ist Gewalt und alles andere und Politik und Literatur und Lexika und alles Mögliche, das ist dir bekannt, darüber kannst du reden und schreiben. Aber jetzt auf einmal, wo alles mit dem Wort digital versehen wird, auf einmal kannst du so viel nicht mehr dazu sagen.
Das heißt, es findet da sozusagen ein Lernprozess statt. Auf diese Weise wird die bekannte Weise des Sprechens und Schreibens verändert. Und es nützt dir auch nichts, wenn du meinst, du könntest sozusagen das Verstehen vereinfachen oder vereinheitlichen, indem du bei Wikipedia nachguckst und dich fragst, was digital denn bedeutet. Denn wenn du das tust, wenn du also bei Wikipedia nachschlägst, dann findest du irgendeine Form von, eine Definition von digital. Und wenn du die verstehst, diese Definition, und dich dann fragst, was haben eigentlich Infrastruktur, was haben Erinnerungen, was haben Radiergummi und Gewalt auf eine Weise miteinander gemeinsam, die es erlaubt, alles mit dem Eigenschaft digital zu versehen, dann wirst du sagen, keine Ahnung, ich kapiere es eigentlich gar nicht. Nicht wahr? Und daraus kannst du ableiten, was diese inflationäre Verwendung bedeutet eigentlich. Es ist eigentlich eine gesellschaftlich standardisierte Stammelei. Und diese Stammelei, die muss, wird notwendig, die ist sinnvoll, um eben in der Gesellschaft auszuprobieren, wie man über etwas Neues, das man eigentlich so gar nicht kennt, wie man darüber sprechen und schreiben kann. Und aus dem gleichen Grunde kann ich dann eben es jetzt unterlassen, es zu, genau zu definieren, was digitale Gewalt eigentlich ist, weil es reicht eigentlich völlig, wenn man eine gestammelte Definition vorschlägt. Und eine gestammelte Definition, die habe ich natürlich selber auch im Internet gefunden, lautet, das ist einfach eine Aufzählung von strafbaren Handlungen, die auf irgendeine Art und Weise mit dem Internet in Zusammenhang gebracht werden, nämlich die Verbreitung von irgendwelchen Bildern, Nacktbildern oder so etwas, anstößigen Bildern. Kinderpornografie zählt darunter. Das Abgreifen von irgendwelchen Passwörtern, Identitätsdiebstahl, Schwarmattacken zur Stilllegung von irgendwelchen Webseiten, ihr kennt das, Mobbing kann teilweise strafbar sein, Stalking, Rufschädigung, Beleidigung und alles Mögliche. Also irgendetwas, was man als Gewalt bezeichnen kann und das für Internetnutzer eine unerträgliche Zumutung sein kann. Und da zeigt sich nun, dass es bei dieser eigentlich bei dieser Definition gar nicht so sehr um Gewalt, um digital geht, das ist klar, sondern es geht eigentlich auch nicht um Gewalt. Denn wenn es, also dass es um digital nichts, dass Gewalt eigentlich nichts mit digital zu tun hat, das können wir verstehen. Dass aber eigentlich bei dieser Wahrnehmungsassoziation digitale Gewalt, dass es da auch nichts mit Gewalt zu tun hat, das kann man daran erkennen, dass ja die bekannte und gewohnte Weise, mit Gewalt zu verfahren oder zu behandeln, sich nichts ändert. Wenn du auf irgendeine Art und Weise eine Gewalttat feststellst, sagen wir, es sei kinderpornografische Bilder, irgendwelche Dinge passieren, von denen du weißt oder wissen könntest, dass es sich um eine Gewalttat oder um eine strafbare Gewalttat handelt, was machst du dann? Nichts Besonderes, du gehst zur Polizei. Du erstattest Strafanzeige. Oder wenn du selber davon betroffen bist und du kannst das irgendwie tun, du würdest zum Psychologen gehen beispielsweise. Oder du stellst fest, dass, dass anderen Gewalt angetan wird und du äußerst dann deine Betroffenheit. Ja, also das ist also alles sehr bekannt. Und entsprechend gibt es ja eigentlich auch hier keinen Grund zu sagen, dass diese Art der Gewalt digital ist. Ja, ist es dann überhaupt Gewalt, nicht wahr? Ich will damit nur sagen, sofern unsere bekannten Verfahrensweisen der Behandlung und des Sprechens über Gewalt, sofern wir die weiter betreiben, gibt es überhaupt keinen Grund, von digitaler Gewalt zu sprechen. Wenn es aber eben dennoch geschieht, dann kann man eben den Verdacht haben, dass das eben auch mit Gewalt eigentlich nichts zu tun hat. Und dann müsste man sich ja fragen, warum geschieht es trotzdem? Warum wird also trotzdem von digitaler Gewalt gesprochen, wenn man eigentlich außerhalb bekannter Routinen des Sprechens und Schreibens über Gewalt nicht wüsste, was man dazu sagen soll? Also könnte man sagen, es ist überflüssig. Und das Interessante ist ja nur, dass man irgendwie so ein bisschen den Eindruck hat, nee, es ist schon ein bisschen was anderes. Aber dann stellt sich die Frage, was ist denn daran eigentlich anders als so, wie man es eben kennt und wie man es einem vertraut ist? Und darüber habe ich nachgedacht. Und die Ergebnisse meines Nachdenkens möchte ich euch kurz, darlegen. Ich vermute, dass diese Wahrnehmungsassoziation digitale Gewalt, dass die deshalb hergestellt wird, nicht etwa um etwas klarzumachen, nicht etwa um Klarheit herzustellen, um Aufklärung herzustellen, um irgendeine Art von Problembewusstsein herzustellen, sondern im Gegenteil, es geht eigentlich darum,
kein klares Verständnis herzustellen, also dafür zu sorgen, dass man nicht so einfach verstehen kann, worum es geht, dass eigentlich ein Verstehen, eine Klarheit verhindert werden soll, dass eigentlich eine Verwirrung hergestellt werden soll, dass eben Ordnung, also im Sinne einer Verstehensordnung, dass die behindert werden soll. Also ein Thema wie digitale Gewalt, möchte ich sagen, entsteht anders als irgendwelche Fachexperten, die man im Internet finden kann, behaupten, entsteht so ein Thema nicht da, entsteht so dieses Thema digitale Gewalt. Nicht deshalb, um Klarheit herzustellen oder um Aufklärung zu ermöglichen, sondern genau das Gegenteil, um die Aufklärung zu behindern und zu blockieren oder zu erschweren. Wir kennen das von irgendwelchen Experten. Experten möchten gerne finden irgendeinen Problemfall vor und behaupten nun, es müsse für dieses oder jenes ein Bewusstsein geschaffen werden, es müsse eine Klarheit her. Es gäbe nämlich Missstände in der Gesellschaft und der Experte bietet sich nun freundlich für wenig Geld an, diese Probleme dann zu lösen. Das machen die dann, indem sie Ratgeber schreiben beispielsweise, das machen sie, indem sie Workshops geben, indem sie sich also als Adresse zur Verfügung stellen für irgendwelche gesellschaftlichen Problemfälle. Und aus diesem Grunde, so könnte man nun sagen, denken die sich dann irgendwelche Beratungsprodukte aus. Ich selber kenne das aus meiner beruflichen Arbeit. Ich habe mal bei der Unternehmensberatung gearbeitet, da ist das so. Da müssen Unternehmensberater sich mal irgendwelche Beratungsprodukte ausdenken, um immer wieder den gleichen Kunden etwas anderes zu verkaufen. Ne? Wenn das so wäre, könnte man sagen, na, dann ist ja eigentlich alles klar. Das kennen wir schon, aber, und da das ist eben genau der Punkt, genau so ist es nämlich nicht. So möchten wir das gerne, so einfach möchten wir uns gerne darüber unterhalten, so einfach hätten wir es gerne. Das sind einfach irgendwelche Leute, die sich Geschäftskonzepte ausdenken, um sich selber irgendwie interessant und wichtig zu machen. Und da behaupte ich, nee, das ist ein Irrtum. Es geht nicht darum, Klarheiten und Ordnung zu schaffen. Und es geht auch nicht darum, die Karrieren oder den beruflichen Erfolg von irgendwelchen Beratern zu befördern, sondern ich glaube eher, es ist andersherum. Es geht genau darum, eben das zu verhindern. Das kann man feststellen, wenn man mal darüber nachdenkt, auf welche Weise sind wir eigentlich gewohnt, über Gewalt zu sprechen. Auch da eine kleine Aufzählung. Wenn wir anfangen, über Gewalt zu sprechen, dann können wir über folgende Dinge reden. Wir können reden über häusliche Gewalt, männliche Gewalt, kriegerische Gewalt, staatliche Gewalt, kriminelle Gewalt, zivile Gewalt, nachbarschaftliche Gewalt, legale Gewalt, Naturgewalt und so weiter. Wir können über all diese Dinge sehr viel sagen, sehr viel reden, aber was nicht klappt, ist, dass wir auf diese Weise irgendein kohärentes Verständnis von Gewalt bekommen. Weil das hängt damit zusammen, dass man über Gewalt sehr viel Erfahrung hat, weil über Gewalt schon sehr viel geschrieben und gesprochen wurde und entsprechend kann man darüber sagen. Und in diesem ganzen Durcheinander, das wir kennen zum Thema Gewalt, kommt jetzt sozusagen das nächste Element hinzu. Das ist nämlich jetzt nach der häuslichen Gewalt und der weiblichen Gewalt und der kindlichen Gewalt kommt jetzt auch noch digitale Gewalt. Ne? Und jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, also dass ich, der ich mich für mindestens durchschnittlich intelligenten Menschen halte, dass ich das dann noch alles kapiere. Ne? Und ich bin mindestens durchschnittlich intelligent und das sind wohl alle anderen auch. Nicht wahr? Für ein durchschnittlich intelligenter Mensch kann wohl nicht mehr glauben, dieses ganze Durcheinander noch verstehen zu können. Und es ist nicht erkennbar, wie und wodurch dieses Durcheinander jetzt geordnet werden könnte. Also, ich möchte behaupten, dieser Versuch, diese Wahrnehmungsassoziation herzustellen, digitale Gewalt ist überflüssig. Sie ist überflüssig, sie bringt eigentlich nichts. Und wenn es dennoch geschieht, wenn also trotzdem Kommunikation darüber möglich ist in der Gesellschaft, dann ist das eben nicht, dann erfüllt das nicht den Zweck, Aufklärung herzustellen oder ein kritisches Bewusstsein herzustellen, sondern eben genau das Gegenteil. Und auch nicht die Karrieren von Fachleuten zu befördern, sondern genau das Gegenteil, diese zu erschweren, zu blockieren und zu behindern. Und dann stellt sich die Frage, was ist der Sinn dieser Art von Kommunikation? Also warum diese Verwirrung? Warum dieses Durcheinander? Warum diese Erschwernisse? Warum dieses Durcheinander? Und das wiederum, meine ich, hängt genau mit dem zusammen, von dem ich glaube, dass digitale Gewalt sein könnte. Wobei ich jetzt natürlich digitale Gewalt nur in Anführungsstrichen setze, weil nämlich ich ein anderes Verständnis von dem, was digitale Gewalt ist oder sein könnte, vorschlagen möchte. Und zwar, jeder von euch, das ist die Überlegung, jeder von euch hier im Raum oder auch die Abwesenden
Alle Leute sind mit der Maxime einverstanden, die lautet, die kennt jeder und jeder ist beinahe damit einverstanden, du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, nee, ich nicht. Du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich. Und diese Maxime wird eigentlich mehr oder weniger von allen akzeptiert und sie wird nicht allzu gründlich geprüft. Es wird nicht allzu gründlich darüber nachgedacht. Und es kann auch nicht allzu gründlich darüber nachgedacht werden, denn wenn man das tut, wenn man gründlicher darüber nachdenken möchte, dann landet man im Verdruss. Man kommt nämlich nicht weiter. Das will ich kurz erklären. Du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich. Und das heißt, was ist, wenn ich aufgrund einfachen Nachdenkens feststellen kann, dass ich die Konsequenzen meines Handels nicht immer kennen kann? Weil ich ja nicht immer wissen kann, was sich in Zukunft ereignen wird. Woher soll ich das wissen? Die normale Reaktion darauf lautet, wenn du nicht weißt, was dir passieren könnte, dann sollst du dich vorher informieren. Du kennst das, ne? Du solltest dich vorher informieren, du solltest dich vorher besser informieren. Und dazu solltest du dich eben anstrengen, dazu musst du etwas unternehmen. Und wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht vorher informierst, ja, dann bist du eben für die Konsequenzen dieses Unterlassung, also dein Nichtwissen, das sich daraus ergibt, bist du dann selbst verantwortlich. Du kannst also auf die eine oder andere Weise dann berechtigterweise von irgendwem sanktioniert werden, weil du etwas unterlassen hast. Denn, so könnte man ja sagen, du hättest nicht unwissend bleiben müssen, wenn du dich informierst. Aber wenn du es tust, also wenn du dich nun informieren möchtest, wenn du dich nun besser informieren möchtest, was musst du dann tun? Und zwar musst du dann handeln. Ne? Du musst etwas tun. Auf die eine oder andere Weise, denn handelst du nicht, kannst du dich nicht besser informieren und dann kannst du eben auch nicht handeln. Wenn du aber handelst, um dich besser über die Konsequenzen deines Handelns zu informieren, dann müsstest du eben über die Konsequenzen dieses Handelns wiederum informiert sein, aber das kannst du gar nicht sein. Ne? Du handelst nicht, das ist die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt, du handelst nicht etwa, weil dir alles klar ist. Denn wenn dir alles klar wäre, wüsstest du nicht, was du als nächstes tun solltest. Du handelst deshalb, weil dir nicht alles klar ist. Und aus diesem Grunde weißt du sehr genau, was du als nächstes tun könntest oder müsstest oder solltest. Weil du nicht alles weißt und damit auch die Konsequenzen deines Handelns nicht kennst. Deshalb handelst du. Und der Verdruss entsteht nun dadurch, dass man eben genau dies leugnet, beziehungsweise nicht darüber nachdenkt. Und also geschieht es auch nicht. Das Interessante ist nun, noch einen Schritt zurück, diese Behauptung, du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich, die setzt einfach voraus, dass alle Handlungen, die das nicht wissen, um die Konsequenzen deines Handelns beseitigen, keine Konsequenzen hätten. Aber, und das ist eben falsch, tatsächlich, dann findest du das heraus, dass die Konsequenzen deines Handelns, um dich über die Konsequenzen deines Handelns zu informieren, wenn du die nämlich herausbekommst, dann kannst du nicht behaupten, du seist dafür selber verantwortlich. Und das ist jetzt wichtig, warum kann diese Maxime trotzdem gesellschaftlich akzeptiert werden? Trotzdem, obwohl, wenn man logisch darüber nachdenkt, das unhaltbar ist. Warum eigentlich? Antwort: Der Grund ist, dass die Akzeptanz dieser Maxime und die Bedingung ihrer Akzeptanz, dass die in der Gesellschaft funktional getrennt voneinander behandelt wird. Wenn irgendwo behauptet wird, du sollst dich über die Konsequenzen deines Handelns woanders und vorher informieren, dann heißt das immer so eine Art Abweisung. Du wurdest immer mit so einer Abweisung konfrontiert. Ne? Bevor du hierher kommst und einen Arbeitsvertrag unterschreibst, geh erstmal woanders hin und informiere dich, was es bedeutet, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Wenn du hierher kommst und Mitglied in diesem Verein werden willst, dann erkundige dich erstmal vorher, was dieser Verein eigentlich will. Nicht wahr? Oder wenn du irgendeine Ausbildung anfängst, ein Studium anfängst, ein Fach studieren möchtest, dann lautet die Antwort: Erkundige dich vorher, und das heißt woanders erstmal, was das bedeutet. Und das heißt in dem Fall, suche irgendeine Art von Beratung auf. Ne? Studienberatung beispielsweise. Geh also erstmal woanders hin. Das heißt, hier findet eine Trennung statt. Bevor du irgendwo aufschlägst, also irgendwo anwesend wirst, wird immer gesagt, es muss schon vorausgesetzt sein, dass du vorher schon darüber informiert bist, warum du eigentlich hier bist. Und das konnte eben in der Gesellschaft deshalb wunderbar funktionieren, weil wir ja auch die Gesellschaft uns auch die Möglichkeit einräumt, das zu leisten. Also schon im Kindergarten beispielsweise, nicht wahr? Und dann kommst du in die Schule, da lernst du ja ganz viel. Und da bekommst du dann im Laufe deines Lebens die Voraussetzung mitgeliefert, die du brauchst, wenn du dann irgendwo tatsächlich irgendwo aufschlägst und dann sagst, ja, ich kann hier wissen, worauf ich mich einlasse. Das ist ja klar, da wird nun durch diese funktionale Trennung.
Und das Wichtigste ist, warum du dich auf diese Maxime einlassen kannst, ist, du kannst dich deshalb umso besser darauf einlassen, da du weißt, dass wenn nun für den Fall, dass dir die Konsequenzen deines Handelns auf den Tisch gelegt werden, gesagt wird, hier Tobias, was hast du denn da eigentlich gemacht gestern? Oder was hast du denn da gesagt für einen Blödsinn? Dass du dann sagen kannst, und das ist wichtig, es stimmt gar nicht. Und dies auch dann sagen kannst, wenn sich herausstellen sollte, dass du Unrecht hast. Also wenn ich zu dir sage, was hast du denn wieder für Mist gemacht? Was hast du denn wieder für Blödsinn gemacht? Ne? Und selbst dann, wenn ich sagen kann, du machst immer so einen Blödsinn. Du hast also nicht nur gestern und vorgestern, sondern letztes Jahr und auch schon vor 2 Jahren wieder diesen Quatsch gemacht. Du hast immer das Recht zu sagen, es stimmt nicht. Auch dann, wenn sich immer herausstellt, du lügst. Ne? Weil das ist nämlich genau diese Rechte, die wir haben. Du nimmst dieses Recht auf, sagen wir, Verteidigung, nimmst du in Anspruch. Und dieses Recht musst du auch in Anspruch nehmen können und dürfen. Und das Interessante ist, dass dieses Recht sich die Leute, egal wo sie sich treffen, immer auch gegeneinander geben müssen. Auch wenn sie aus Erfahrung wissen, dass jemand ständig irgendwelchen missbaut. Und weil wir tatsächlich daraus klug werden können, weil wir damit gute Erfahrungen machen können, du bist also tatsächlich auch in der Lage, du bist dazu in der Lage, die Konsequenzen deines Handelns zu verantworten. Gerade weil du damit gute Erfahrungen gemacht hast, bist du umso eher bereit, dich auf so eine blödsinnige Maxime einzulassen. Es funktioniert eben, weil du sehr wenig Enttäuschungen damit gemacht hast. Und was wäre nun, wenn nun genau diese funktionale Trennung zwischen der Akzeptanz dieser Maxime und der Bedingung ihrer Akzeptanz, wenn die eben nicht mehr getrennt wäre, wenn es also nicht mehr so wäre, dass man sagen könnte, geh erstmal woanders hin, schon vorbei, geh erstmal woanders hin, wenn also, egal wo du bist, egal wo du dich aufhältst, ob nun hier oder ob auf der Straße, in der Straßenbahn, auf dem Mond oder in der Tiefsee, egal wo du dich aufhältst, du eben nicht zuerst woanders hingehen musst, sondern egal, wo du dich aufhältst, immer dasselbe tust. Du schaltest nämlich Computer ein, ne, um dich zu informieren. Ne? Ist ja klar, du schaltest einfach einen Computer ein und jetzt kann niemand mehr einfach sagen, geh bitte erstmal woanders hin. Egal, wo du bist, egal, wo du dich aufhältst, du handelst, indem du den Computer einschaltest und auf dich auf diese Weise informiert. Und die Konsequenzen dieses Handelns, das ist ja genau das, womit wir uns praktisch jeden Tag befassen, wenn wir uns mit Twitter befassen, wenn wir uns mit Facebook befassen, wenn wir uns mit diesen ganzen sozialen Netzwerken befassen, wenn wir uns mit Blogs befassen, die Konsequenzen dieses Handelns, wenn du anfängst, dich zu informieren, du hinterlässt immer Spuren und diese Spuren sind immer von irgendwelchen Leuten verfolgbar, werden gesammelt, werden zusammen verknüpft und du weißt nicht mehr, was da geschieht. Du hast keine Chance mehr. Und das Wichtige ist, das gilt nicht nur für jeden Einzelnen von uns, das gilt auch für diese Unternehmen, also auch für Facebook, auch für Google und das gilt am Ende auch für diese Überwachung, diese Geheimdienste. Auch die haben kaum eine Chance, die Konsequenzen ihres Handelns noch zu überdenken, weshalb es ihnen inzwischen, das können wir bei dieser Überwachung sehen, bei diesen Geheimdiensten ist es auch egal. Sie sagen, Grundrechte, früher mussten die Beamten, wenn die sich nicht mehr an Gesetze halten wollten, erstmal die Staatsmacht erobern. Heute sagen die einfach, ich habe eine andere Rechtsauffassung. Ne? Und kümmern sich dann um nichts mehr. Und jetzt kommt in dieser Situation, kommt nun die Fachexperten, kommt eine neue Generation von Fachexperten, neue Leute, die eine Karriere anmelden und sagen, lass uns mal über digitale Gewalt reden und lass uns mal darüber reden, dass du dich vorher darüber informieren solltest, was das bedeutet. Und das Interessante ist, dass diese Fachexperten ja nun auch keine Chance haben, die Konsequenzen ihres Handelns selbst zu reflektieren. Womit haben wir es zu tun? Ich möchte behaupten, wir haben es damit zu tun, dass nun infolge einer geleisteten gesellschaftlichen Aufklärung, sagen wir der letzten 150, 200 Jahre, dass infolge dieser Aufklärung sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert haben, unter denen Aufklärung möglich ist. Und diese Veränderungsprozesse werden jetzt, und das ist wichtig, für alle aufgedeckt. Also nicht etwa nur für irgendeinen Fachexperten, nicht etwa nur für irgendwelche Professoren an den Universitäten, nicht nur für irgendwelche seltenen Genies, ne, die in irgendeiner abgeschiedenen Kammer sitzen und sagen, bevor du zu mir kommst, informier dich erstmal woanders, sondern für alle. Alle bekommen jetzt jeden Tag auf den Bildschirm die Ergebnisse dieses gesellschaftlichen Veränderungsprozesses präsentiert. Und jetzt stehen alle da und gucken irgendwie wie verschreckt auf diesen Bildschirm und sagen, um Gottes Willen, und schreien Empörung und schreiben Ablehnung und schreien Trollerei und schreien Scheiße.
Also ich stelle mir das manchmal wirklich so vor, nicht wahr? Die Leute gleichzeitig sitzen, weiß ich nicht, 1 Million Leute vom Bildschirm, gleichzeitig sagen, rufen alle Scheiße. Nicht wahr? Weil sie mal wieder mit etwas konfrontiert worden sind, das sie wieder nicht kapieren. Alle sitzen vom Bildschirm und schreien Scheiße. Und das ist das, was ich sagen würde, im weitesten Sinne des Wortes digital ist, digitale Gewalt ist. Also eben dies ist digitale Gewalt. Ne, wir können nicht mehr damit einverstanden sein, diese einfache Maxime, du bist für die Konsequenzen deines Handelns selbst verantwortlich, einfach so naiv und ungeprüft zu akzeptieren. Und in dieser Hinsicht ist dann natürlich auch das Thema Trolle interessant. Und ich meine dann mit Trolle genau diese ganze Kacke, diese ganze Schnauzerei, dieses Schimpfen, dieses Kotzen. Diese schlimmen Leute, die dann bei Diskussionen gegen irgendwelche Regeln verstoßen, von denen niemand genau weiß, was sie eigentlich besagen. Nicht wahr? Da wird ja eigentlich genau gesagt, die sollten doch erstmal irgendwie eine Etikette vorher studieren oder irgend so. Die sollten erstmal sich vorher wohl informieren, aber es ist egal. Sie können nur die nächste Internetseite aufschlagen oder sie können nur das nächste Internetforum konsultieren, aber sie können nicht auf Internet verzichten. Und dann erkennt man eben auch, dass diese Empörung über diese Trollerei, dass die also völlig unhaltbar ist, da wird also wirklich uns glaubhaft gemacht, da sitzen also irgendwelche bösartigen Trolle, irgendwelche Leute, die geisteskrank sind, die betrunken sind, die schlechte Laune haben, die ein schlechtes Leben haben, die einen defizitären Charakter haben. Die sitzen also vor irgendeinem Bildschirm und warten nur darauf, irgendwelche armen, unschuldigen Opfer heimzusuchen und sie heimtückisch von hinten mit irgendwelchen Frechheiten zu überfallen. Ne, das ist nicht so, sondern diese Frechheit, von der man meint, die da geschieht, ist eben genau diese Aufdeckung der veränderten Bedingungen. Gerne hätte Klein Fritzchen das natürlich so. Klein Fritzchen würde natürlich sagen, ich bin ein Opfer unheimlicher Machenschaften und ich bin so unglaublich unschuldig. Und Klein Fritzchen denkt sich nichts dabei. So hätte Klein Fritzchen gern die große Welt, weil Klein Fritzchen dann eben immer glauben kann, ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Ne? Ich kann ja eigentlich nichts dafür. Ich habe ja nur meine Augen aufgemacht. Ich habe ja nur den Computer eingeschaltet. Ich bin ja so herrlich unschuldig. Und wenn Klein Fritzchen vertraut auf den Weihnachtsmann, der kommt dann irgendwann und behandelt die Guten gut und die Bösen böse. Das glaubt Klein Fritzchen. Und wenn er feststellt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, das ist ja, ne, schreibt er Protestbriefe und sagt, das ist doch schlimm, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Wir haben es, so möchte ich sagen, tatsächlich mit jeder Hinsicht mit einem ganz großen Irrsinn zu tun, der sich eben nicht darauf reduzieren lässt, dass irgendwelche böswilligen Gestalten vor irgendeinem Bildschirm sitzen, an irgendeiner Tastatur sitzen und nicht über die Konsequenzen ihres Handelns nachdenken. Ich glaube schon, dass das irgendwie geschieht, über die Konsequenzen deines Handelns, dass das alle irgendwie tun, aber du kannst darüber nachdenken, so viel du willst. Wenn du die Konsequenzen deines Handelns wissen willst, musst du handeln. Denn es gibt keinen anderen Ort, wo du zuerst hingehen kannst. Es gibt keine andere Zuständigkeit, es gibt keine andere Informationsquelle als Computer einschalten. Und wenn man das nun ernst nimmt, dann könnte man eigentlich sagen, Internet ist im Großen und Ganzen, wenn man mal sich das vorstellt, im Großen und Ganzen eine falsche Erfindung. Eigentlich, so könnte man sagen, eine falsche Erfindung, eigentlich nicht geeignet für eine informierte Gesellschaft. Eine informierte Gesellschaft muss doch eigentlich immer schon irgendwelche Bedingungen herstellen, dass vorher dir schon ganz viel klar ist, bevor du dich auf Kommunikation einlässt. So sind wir das gewohnt und genau diese Gewohnheit wird durchkreuzt. Die wird sozusagen durch das Internet selber sabotiert und dann könnte man sagen, Internet müsste eigentlich abgeschafft werden. Aber es geschieht natürlich nicht. Ist ja völlig logisch. Ist auch gar nicht möglich. Nicht wahr? Es gibt zu viele Fallen eigentlich. Es gibt zu viele Rechtsverletzungen, kann man feststellen. Es gibt zu viele Irrtümer, zu viel Chaos, zu viel Überwachung, zu viel Manipulation. Es gibt eigentlich zu viel Macht und zu viel Kontrolle. Es gibt zu viel von allem, was eigentlich keiner haben will und auch keiner bestellt hat. Und allen fällt das auf. Und welche Konsequenzen hat das? Keine. Es geht einfach eben immer so weiter. Und ich glaube kein bisschen daran, dass wir annehmen können, dass sich sozusagen dass ein Lernprozess bewirken wird, dass sich in Zukunft Verhältnisse einstellen werden, die dafür sorgen, dass die alten Gewohnheiten gerettet werden können. Also dass sozusagen die Vergangenheit sozusagen in der Zukunft, ne, gerettet werden kann. Das glaube ich kein bisschen. Also ich möchte vermuten, und welchen Schluss ziehe ich daraus? Ich möchte vermuten, dass gerade diese Unsicherheit, mit der wir es zu tun haben, diese Unzuverlässigkeit, dieses ganze Misstrauen, diese ganze Paranoia, diese ganzen Rechtsverletzungen, diese vielen Enttäuschungen, auch die Ängste, die damit verbunden sind, und natürlich auch das, was wir digitale Gewalt nennen möchten, gar nicht dazu führt, dass das Internet abgelehnt wird, sondern im Gegenteil dazu führt, dass man sich damit besser vertraut machen kann. Ne?
diese ganzen Pathologien sind eben kein Hindernis, um sich zu informieren. Oder schon gar nicht ein Hindernis, um zu handeln, sondern sie sind praktisch der erste Schritt dazu. Ne? Diese Pathologien sind die Grundschule, die man besuchen muss, um eine Art von Kommunikation kennenzulernen, auf die wir einfach nicht vorbereitet sein können, weil wir anfangen, darüber nachzudenken, dass es ja eigentlich etwas Neues ist. Und über etwas Neues können wir eben so viel nicht wissen. Und entsprechend muss Neues, ja, wie ein kleines Kind erstmal in Erfahrung gebracht werden. Man fängt einfach an zu sprechen und zu stammeln und zu gucken, wie daraus wie es dann weitergeht. Und welchen praktischen Nutzen hat diese Einsicht? Die kann man sozusagen sich aufschreiben und nach Hause nehmen. Der praktische Nutzen hat, dass diese ganze Trollerei beispielsweise uns eigentlich nur dazu auffordert, zu lernen. Und wenn du das ernst nimmst, dann kannst du jeden Tag feststellen, vergleichend beobachten, wer hat eigentlich die Bereitschaft zu lernen, wer ist eigentlich lernwillig und wer ist es nicht. Und genau diese Unterschiede, die kannst du dann benutzen, um daraus klüger zu werden. Das wollte ich sagen. Vielen Dank. Siehst du aber in deiner Ausführung, gerade du hast ja das Beispiel Berufsausbildung gebracht, du siehst jetzt aber ein bisschen, dass es ja auch durchaus Bereiche gibt, in denen es ja vorher und weg darauf angelegt ist, dass die Konsequenzen nicht klar sind. Also der Begriff Shanghai ist ja genau das Gegenteil. Also dass ich halt Shanghai, also dass ich im Hafen Betrunkene irgendwie den unterschreiben lasse, dass sie am nächsten Tag auf dem Schiff irgendwie in den Krieg ziehen. Da geht es ja exakt darum, dass die nicht über die Konsequenzen informiert sind und noch keine Gelegenheit kriegen, sich zu informieren. Natürlich, also zunächst, aber das ist ja, warum kann das funktionieren? Also ich kenne das besonders von solchen Versicherungskonzernen. Ja, das ist ja auch. Das ist ne, bei diesem AWD und so etwas, die machen sowas. Die locken, die verwickeln Leute sozusagen in Machenschaften, so kann man das sagen, also in Geschäftsbeziehungen, auch in Vertragsbeziehungen und sorgen eigentlich dafür, dass die keine Chance haben, die Konsequenzen des Handelns in Erfahrung zu bringen, dass für den Fall, dass Schaden aufgedeckt wird, dann sagt, du bist eben selber schuld und leck mich am Arsch. Ja klar, aber die interessante Frage ist ja, wie kann das funktionieren? Warum kann das funktionieren? Und das ist ja der Punkt. Der Punkt ist nämlich, weil tatsächlich alles auf Basis von Vertragshandeln passiert. Das ist ja genau der Witz. Vertragshandeln sagt ja eigentlich, dass wir auf der Basis eines gemeinsamen Informiertseins, ne? So. Und natürlich ist den Beteiligten klar, dass da Tricksereien passieren. Aber jeder glaubt dann ja natürlich, sich darauf einzulassen, weil man ja auch Gewinne einstreichen kann und dann sagen kann, den Schaden anderen zu überlassen. Das findest du genau in dem Verhältnis zwischen dem Verkäufer eines Bankprodukts und dem Kunden. Ne? Der sagt dann, alles ist sicher, alles ist klar, der Kunde unterschreibt dann, ich wurde informiert und er weiß eigentlich gar nicht, worüber er informiert ist und dann muss abgewartet werden und wenn dann die Bank pleite geht oder irgendwas, naja, der Kunde hat ja unterschrieben und jetzt hat der Kunde dann die Nachweispflicht und die kann er nicht erbringen, hat er verloren. Aber das kann eben nur funktionieren, weil eben die Annahme lautet, hier ist ein Vorinformiertsein die Ausgangspunkt. Und weil man dann die Bereitschaft hat, aufgrund deiner eigenen guten Erfahrung, das ist es ja, du hast ja auch Vertrauen in Gesellschaft. Du hast es ja auch. Und wenn du dann auch noch einen netten Mann gegenüber hast, den Onkel, diesen Herrn Kaiser von der Mannheimer Versicherung, der auch noch ein lieber Kerl ist, denn die sind lieb, diese Leute. Die sind klug und sehr freundlich. Dann trittst du eben in die Falle auch hinein. Klar. Also es wird schon ausgenutzt. Ne? Aber das geht eben auf der Basis der Annahme, du bist über dein Handeln vorher schon informiert. Übrigens, um nochmal dieses Thema, so kann auch der Faschismus funktioniert. Also der Faschismus hat das ja nicht aus der Kraft gesetzt, sondern hat genau auf dieser Basis auch funktionieren können. Das waren sozusagen Verbrecherbanden, die sich gegenseitig in der Hand hatten. Die haben Verbrechen begangen, sie wussten, dass es Verbrechen sind und sie wussten, wie kann man sich davor schützen, vom Komplizen verpfiffen zu werden, indem man den Komplizen indem man den Komplizen dazu motiviert, weitere Leute in das Verbrechen mit einzubinden. Und so funktioniert Mafia und so funktioniert auch dieser Faschismus. Na, und dann hinterher, als dann auf einmal das große Ende kam, da sagten sie alle, wir haben auch von allem nichts gewusst. Klar. Ne? Das ist die gleiche Logik.
erst am Anfang angefangen mit, wir arbeiten alle auf der Prämisse, es muss am Ende hat irgendwer Verantwortung. Also es geht eigentlich, ist die Diskussion jetzt immer von, wer hat die Verantwortung, aber so ein bisschen wirklich erstmal die Frage aufwerfen, muss es denn immer am Ende eine Verantwortung geben, wenn man in etwas reingetappt ist, was halt keiner vorher wusste. Also ich meine, das Wetter von morgen, da kann halt jetzt erstmal für Umweltgewalt, da kann halt erstmal schlecht gehen und keiner Verantwortung dafür übernehmen. Aber am Ende geht es halt darum, wer hat jetzt die Verantwortung? Ja. Das ist so ein bisschen dieses, was du halt auch am Anfang gesagt hast, eigentlich haben wir es akzeptiert, diese Prämisse, am Ende muss jemand Verantwortung haben. Ja, warum? Du siehst das schön bei diesem Love Parade. Beispiel, ne? Ja. Da kannst du es wunderbar sehen, 22 Tote und jetzt auf einmal wird gefragt, wer hätte denn vorher wissen müssen, was hinterher... Ja, es gab ja genug, die es vorher wussten. Ja, ja, aber das ist es ja. Damals ja. Die Frage ist ja, also ich kann ja keine Antwort darauf geben, wer der verantwortlich ist. Ich kann nur sagen, warum haben denn alle die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf so einen Quatsch? Warum denn? Naja, weil sie alle die Dollarzeichen in den Augen stehen hatten. Und dann gesagt haben, wir haben gute Erfahrung, wir kommen damit zurecht. Und dann haben sie sich darauf eingelassen. Und dann gibt es 22 Tote und dann stehen sie da. Und tatsächlich, die Frage ist ja, können wir lernen, zum Beispiel zu sagen, naja Gott, dann verteilen wir den Schaden auf alle. Aber wer übernimmt ihn? Also wer sagt dann, gerne, ich nehme ihn. Also auch nur einen geringen Teil davon. Natürlich, am Ende werden die Schäden, die keiner übernehmen will, die werden dann durch eine Staatsgewalt auf alle verteilt. Das ist klar, das geschieht immer. Du siehst das bei diesen Banken, ne? Bei dieser Bankenrettung. Am Ende wird der Schaden auf alle verteilt. Ganz klar. Ne? Aber man muss ja sehen, wie kommt man sozusagen in diese Falle rein? Ja, und das kommt aufgrund dieser naiven Annahme, ich kann sozusagen Vertrauen in, wir haben ein Vertrauen in Gesellschaft, wir haben ein Vertrauen in das Funktionieren von gesellschaftlichen Institutionen. Und auf der Basis dieses Vertrauens kann ich mich einlassen, auch dann noch, wenn ich ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also auch dann geht's noch. Das ist ja das Witzige daran, dass diese Strukturen ja auch enorm hartnäckig sind. Ja, und da frage ich mich langsam, Ist dieses Risikobewusstsein, das wir ja auch uns antrainiert haben, und übrigens auch dieses Risikobewusstsein, das wir ja schon haben, hindert uns ja gar nicht daran, uns trotzdem auf Verträge einzulassen. Auch aufgrund dieses Risiko. Gerade dieses Risikobewusstsein macht es ja umso verlässlicher wiederum. Die Erfahrung zeigt, meine persönliche Erfahrung zeigt ja eher, dass es in der Gesellschaft dann doch nicht so akzeptiert ist, die ganze Zeit auf diese Risiken hinzuweisen und den, quasi das zu hinterfragen, ob denn das jetzt so funktionieren kann, sondern tendenziell in der Gesellschaft eher, dass das Positive gesehen wird, vielleicht wegen den Dollarzeichen, vielleicht wegen anderen Motivationen und Gewinnen, vielleicht auch deswegen, weil du dir sicher sein kannst, dass es jemanden gibt, der die Verantwortung übernehmen müsste. Also ich meine, wir hatten jetzt in den letzten Jahren gerade in dem IT-Sektor, ich will nicht digital wieder inflationär, aber so ein paar Sachen, wo genügend Leute, die garantiert auch hier im Raum sitzen, gesagt haben, das wird irgendwann mal knallen, das tut uns nochmal richtig mächtig weh. Und am Ende hat es dann halt jetzt dieses Jahr geknallt mit so ein paar Sicherheits-Security-Geschichten und es war keiner so richtig überrascht von den Leuten, die es am Ende ausbaden mussten, aber vorher wollte auch keiner vorausschauen, quasi Konsequenzen ziehen, sondern man muss es hinterherziehen und vorher wurde nur gesagt, ihr seid ja alt und schon analytisch, ihr seht ja irgendwie das Negative und seid doch mal ein bisschen positiver. Ja, also die Gesellschaft will das quasi gar nicht wissen. Ja, ich war in Karlsruhe bei der Gulasch-Programmiernacht im Juni und da habe ich versucht, im Vortrag, so wie der hier, mal versucht zu sagen, könnte man vielleicht lernen oder mal drüber nachdenken, das war nur so ein ganz unverbindlicher Gedanke von mir, dass wir über diese Angst, Paranoia als Angst-Szenario, dass wir das mal anders lernen, dass wir vielleicht sagen, gerade wenn wir uns gegenseitig darüber informieren können, dass wir mit Paranoia rechnen, dass wir vielleicht gerade die Paranoia mit Vertrauen verbinden. Also kann man das, und das hatte ich ein bisschen ausgeführt, ich hatte sofort gemerkt, die Leute, das nö, da hat also jeder ganz klar gesagt, nein, Paranoia ist Angst und Misstrauen, ist Kommunikation von Angst und Misstrauen. Und ne, da gibt es kein Umlernen, da gibt es kein Umdenken. Also meine Überlegung war, ob wir gerade in Paranoia ein Vertrauen setzen können, gerade dann, wenn wir uns übereinander darüber informieren können, dass wir letztlich die Konsequenzen unseres Handelns gar nicht im Griff haben, sondern eben auch nicht bedenken können und auch nicht kennenlernen können.
In die Kerbe schlägt man auch, wer schließt alles Eheverträge? Ja, zum Beispiel. Ja, ja. Wann schließt man den? Ja. Wie macht man das? Naja. Aber, ne, das ist so ein Punkt. Aber ich meine eben, dass das eben genau diese Dinge sind, die sozusagen auch unsere Lernen, das Lernen auch behindern, weil wir ja sozusagen so mit so, weil wir von so vielen Selbstverständlichkeiten ausgehen, die wir nur ganz schwer, als fraglich akzeptieren können. Nämlich zum Beispiel. Die Kapitulation vor der Komplexität des Einzelnen. Also könnten wir zum Beispiel mal darüber nachdenken, dass vertragliches Handeln eigentlich schwierig ist. Und zwar so schwierig, dass man sich was Neues ausdenken sollte. Nicht, dass ich das weiß, ist klar, woher soll ich das wissen, aber man könnte ja mal anfangen, darüber nachzudenken, dass vertragliches Handeln ja selber fraglich ist. Und das ist vielleicht andere Formen. Also ich denke, dass zum Beispiel darüber nach Kommunikation zwischen Unbekannten. Also ich will sagen, nehmen wir ein Beispiel. Stell dir vor, du bekommst irgendeine E-Mail, da steht dein Name drin, Hallo Tobias, ich sehe nichts, weil ich deinen Namen weiß. Hallo Tobias, ich habe dir hier eine Datei unten angehängt. Würdest du mir bitte, das ist ein Text aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen? Sag mir mal, wo du wohnst. Ich hinterlege dann eine Kneipe da unten, hinterlege ich dir 500 Euro als Vorschuss. Und wenn du mir den Text ablieferst, kriegst du nochmal 500 Euro. Kein Name, keine Adresse, kriegst du. Ne? So, dann willst du sagen, ne. Willst du sagen, ne. Sagen, das ist doch ein Arsch, der will mich verarschen. Also wenn ich die Datei schon mal anklicke, weiß ich schon, dann habe ich schon ein Problem. Und dann will er meine Adresse haben, ne? Dann will er mir glauben, er gibt mir Vorschuss. Und dann übersetze ich den Text und ich bin doch nicht doof. Solche Spam-E-Mails kriegen wir jeden Tag. Ihr kennt das, ne? Von diesen Leuten da aus Afrika. Sie suchen irgendjemanden, der ihnen da, ne? Wir würden sagen, das ist nicht vertrauenswürdig, sowas. Weil eben durch die Anonymität ja eine Adresse nicht gegeben ist. Und wir würden dann sagen, nö, da will mich jemand verarschen. Und ich denke darüber nach, kann das vielleicht sein, dass wir lernen können, genau aus diesem Grund Vertrauen darin zu haben, weil eben die Konsequenzen des Handelns, eben weil alle Menschen diese Probleme haben, dass das anfängt, vertrauenswürdig zu werden. Das können wir uns schwer vorstellen. Und jetzt habe ich ein anderes Beispiel bei Robinson Crusoe, dem Roman. Da gibt es eine schöne Stelle, da wird erzählt, wie dieser Robinson, also bevor er auf dieser einsamen Insel landet, in Brasilien ist. Und er ist schon seit vielen Jahren aus London weg. Und er hat erfahren, dass er eine Erbschaft gemacht hat. Seine Eltern sind gestorben. Er war schon viele Jahre nicht mehr in England. Er hat erfahren, dass er eine Erbschaft gemacht hat. Und er weiß, dass seine Tante irgendwo seine Erbschaft verwaltet. Und es ist nun so, dass er will etwas kaufen. Er will ein Grundstück kaufen, glaube ich, eine Plantage kaufen. Ich glaube, er will sogar heiraten. Und dazu braucht er auf einmal Geld. Und er hat keins. Und er weiß, ich habe in London, das spielt ja im frühen 18. Jahrhundert, ich habe in London dann eine Tante, die verwaltet ein Vermögen von mir. Und jetzt will er gucken, ist es möglich, eine Überweisung zu tätigen. Er muss also irgendwie Geld überweisen und er kann nicht einfach nach London fahren. So, also was macht er? Er findet also einen Seemann, der sich ihm vorstellt, den er gar nicht kennt. Ein Mann, der sagt, ich bin ein ehrlicher Mensch. Und dem schreibt er dann tatsächlich also einen Brief und sagt an seine Tante, die ihn auch nicht kennt, die ihn also viele Jahre nicht gesehen hat. Der schreibt dieser Tante einen Brief, bitte händige dem Überbringer dieses Schreibens eine beträchtliche Summe Geld aus, weil der wird das dann an eine andere Stelle weitergeben. Und er gibt tatsächlich diesem Mann den Brief. Und der Mann setzt sich in das nächste Schiff, fährt nach London und tatsächlich zeigt dieser Tante diesen Brief und die vertraut dem und gibt nun eine große Summe Geld und der tatsächlich liefert diese Summe dann woanders als Bote ab. Ne? Also man muss sich ja nun wirklich vorstellen, das wird ja auch in dem Roman auch erzählt, kann der eigentlich darin Vertrauen haben? Da ist nicht so ein Mann, ne? Und das Interessante ist, das wird erzählt, ja. Jetzt warum eigentlich? Warum kann der in sowas Vertrauen haben? Ne? Und das fällt uns schwer nach. Für uns ist das überhaupt kein Problem, weil wenn du eine Geldüberweisung tätigen willst, auch ohne der Bank, ist überhaupt kein Problem. Du rufst einfach jemanden an, gib dem mal Geld und so fertig. Telefon, Handy, kein Problem. Wir müssen keine Reise unternehmen, ne? Eine gefährliche Reise. Aber warum konnte das da funktionieren? Und ich vermute, das hängt damit zusammen, dass alle diese Probleme hatten und dass man natürlich wusste, dass Betrug stattfinden kann. Aber dass vielleicht die Angst vor dem Betrug nicht einmal die größere Angst war, sondern eben dadurch, dass Schiffbruch erlitten wird oder sonst irgendetwas, das viel größere Risiko war als eben der Betrug. Sodass die alle... Zu diesem 1% der funktionierenden, positiv ausgegangenen Fälle, ist die dokumentiert zu den... Nee, das ist ja nur ein Roman. Also zunächst, man muss ja erklären, das ist ein Roman und der Schriftsteller kann ja nur solche Geschichten erzählen, die für den Publikum glaubwürdig sind. Und tatsächlich, also er hat sich das zwar ausgedacht,
das ist klar, aber das Publikum, das zeitgenössische Publikum, muss das ja irgendwie nachvollziehen können. Der kann ja nicht einfach plötzlich erzählen, plötzlich kam Außerirdischer und dann klappte alles. Das glaubt keiner. Also er muss schon in der Geschichte irgendwelche Glaubwürdigkeiten erzählen. Und das kann man auch glauben übrigens. Dass unter diesen schwierigen Voraussetzungen ein internationales Bankensystem ja auch entstanden ist. Also Geldboten hat es gegeben. Es hat schon sehr früh Versuche gegeben, also Kontostände zu verrechnen. Das hat es schon sehr früh gegeben. Und es hat ja auch immer, es musste ja auch immer das Problem gelöst werden, wenn man Briefe zum Beispiel verschickt, dass man dem Boten vertrauen kann. Ja, und das hat lange gedauert. War natürlich immer auch riskant. Denen war das Risiko immer bewusst. Aber trotzdem mussten sie sich irgendwie darauf einlassen, denn sonst wäre das nie gegangen. Ja, es ist ein bisschen schwieriger. Es ging darum, dass die Gesellschaft nicht diese funktionale Differenzierung hatten wie wir. Es ging über nicht Reputation, sondern Klassen, also ein Standesbewusstsein. Und in dieser Geschichte kann man das dann durchaus nachvollziehen. Dieser Crusoe wusste, da steht einer vor mir, so wie der spricht. Das ist auch ein ehrlicher Kerl. Also das könnte man glauben. Dadurch, dass das ein Habitus war, das konnten die analysieren. Der konnte die Sprache analysieren. Der wusste, wie der spricht, was der spricht. Und sowas. Aber trotzdem, das war ja nicht weniger riskant, sowas zu machen, so eine Transaktion. Und so eine Transaktion kann, sie müssen sich darauf einlassen, weil nur auf diese Weise kriegt man die Konsequenzen in Erfahrung. Und nur auf diese Weise kann man die Dinge regulieren. Und nur auf diese Weise kann man dann Erfahrung sammeln. Und die kann sich nur auf diese Weise verbreiten. Also man muss sich dann eben auf das Risiko einlassen. Das nur als Beispiel, um zu sagen, kann das vielleicht sein, dass wir gegenwärtig in der Situation sind, dass wir einem solchen anonymen Angebot nicht vertrauen könnten und dass das vielleicht gerade der Anfangspunkt ist, um zu sagen, vielleicht irgendwann doch. Ich weiß, ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Ich weiß es nicht, es ist nur ein Gedanke. Dass Kommunikation zwischen Unbekannten, gerade wenn Anonymität garantiert ist und garantiert bleibt, du vor den Konsequenzen deines Handelns viel besser geschützt bist, die du eben aufgrund der riskanten Umstände gar nicht mehr kontrollieren kannst. Ja, weil es hat auch Konsequenzen für eben diese Boten, beziehungsweise den Betreiber dieses Botendienstes gab, und zwar scheinbar offensichtliche Konsequenzen, und damit das Risiko halt auch für ein Fehlverhalten und dessen Sanktionierung einfach hoch genug war. Deswegen war man sich halt bewusst darüber, wenn sich da jetzt jemand ausgibt als jemand, oder jemand, der in so einem Gruppendienst aktiv war, dann abdreht und sich dann verschwindet mit irgendwelchen Mengen Geld, der hat keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt. Und das hat man halt heutzutage, wenn ich eine E-Mail kriege von jemandem, einem guten Freund, dem man halt sein Königreich gestohlen hat, dann ist das halt eher erstmal ein bisschen fishy. Ja, ich gebe zu. Also ich hätte da auch kein Vertrauen drin. Wenn die nicht so die E-Mail kriegen, würde ich sagen, nö, da ist klar, die Masche ist, ne, ist klar. Aber wie kriegt man es in Erfahrung? Also ich würde nur sagen, die Bedingungen, unter denen das akzeptabel ist, die ist für uns unbekannt. Wir haben ja schon jetzt sind zwei Trollkonflikte, bitte, irgendwie immer so den Effekt gehabt, dass der Troll doch immer irgendwo relativ positiv weggekommen ist. Und in deinem Vortrag war das jetzt auch wieder so. Also wenn ich mal versuche zusammenzufassen, was du da erzählt hast, war es, dass es den Begriff digital irgendwas, zum Beispiel digitale Gewalt gibt, was so eine Nebelkerze ist, mit der keiner richtig was anzufangen weiß, die man vielleicht auch bewusst einsetzen kann, um Verwirrung zu stiften oder gerade Diskussionen irgendwie ins Leere laufen zu lassen. Und dass der Troll wider Willen, sage ich jetzt mal, es gibt sicherlich die, die es bewusst machen, gerade in so Sammelbecken wie bei 4chan oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da jemand aus Versehen irgendwelche Katzenbilder mit Hitler zusammen irgendwo postet und dann sagt, huch, das war mir jetzt aber nicht mehr. Aber dieser Troll Widerwillen, sagst du ja quasi, ist jetzt so als Pfadfinder unterwegs und lotet so aus, was es alles so für Fehler gibt und wo man ins Fettnäpfchen treten kann und klärt damit irgendwann
diesen Begriff auf, so dass irgendwann ein gemeinsames Verständnis für dieses Digitale entsteht, oder habe ich dich da falsch verstanden? Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben. Wir haben über Gewalt kein gemeinsames Verständnis. Wir brauchen das auch nicht. Das ist ja das entscheidende Punkt. Das Gespräch darüber ist nicht darauf angewiesen, dass wir zuerst ein gemeinsames Verständnis haben, mit dem wir es ja haben. Ne? Wir können ein gemeinsames Verständnis kriegen, aber das gemeinsame Verständnis muss nicht die Voraussetzung sein, denn irgendwo muss ja auch das gemeinsame Verständnis herkommen. Sondern ich würde eher sagen, was passiert, ist sozusagen ein von keiner speziellen Stelle aus steuerbaren Erfahrungsbildungsprozess. Und aus diesem Grunde finde ich diese Trollerei, auch diese ganze Kotzerei und Schnauzerei und Schimpferei und auch diese wirklich üblen Dinge, die es da gibt. Also auch wenn ich zugeben muss, dass mir das nicht immer gefällt, aber ich sehe das doch ziemlich nüchtern, weil ich eben sage, da ist sozusagen da gibt es sozusagen die Verkehrspolizisten, die immer wieder sagen, also wenn ihr keine Regeln habt, und wir haben ja keine eindeutigen Regeln, wie soll das, wo sollen wir herhaben, dann sagen diese Verkehrspolizisten, wie es nicht geht. Ja, also wenn wir uns nicht auf die Regel links vor rechts oder rechts vor links einigen können, dann sagt der, ich gehe in alle Richtungen. Da können wir gleich ein schönes Beispiel, ne, wenn wir mit der Diskussion anfangen, da habe ich Beispiele dabei, wo man das genau feststellen kann. Ich glaube, dass es inzwischen Leute gibt, die das auch testen, die also ganz bewusst, absichtlich versuchen, den Verkehrspolizisten zu spielen. Nicht, dass ich das mit Gewissheit sagen kann. Ich kann das nicht wissen. Weil ich ja auch nur Internetnutzer bin. Also das möchte ich übrigens sagen. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Diese Interneterklärer. Ihr kennt diese Interneterklärer. Was machen die? Die sitzen den ganzen Tag vorm Bildschirm und die klicken sich von einem Link zum anderen. Also die machen praktisch genau das, was du, ich und alle anderen auch tun. Die klicken von einem Link zu anderen, du kennst das Link, und jeder, der surft, verfolgt einen anderen Verweisungspfad von Link zu Link. Und der Interneterklärer sind nun diejenigen, die genau das machen, was alle anderen auch tun, und hinterher behaupten, sie wissen, was Sache ist. Ich lache mich dann jedes Mal kaputt. Ja, ja, also die machen nichts anderes. Also ich würde ja sagen, ein Experte ist jemand, der Dinge tut, die andere nicht tun. Jemand, der einen Jumbojet steuern kann. Der ist Experte, der weiß, wie das geht, weil die anderen tun es alle nicht. Oder jemand, der ein Atomkraftwerk steuert, würde ich sagen, ja. Ne? Oder wenn du Software schreibst, dann bist du ein Experte. Du weißt, wie es geht, weil die anderen machen das alle nicht. Oder ich studiere soziologische Literatur, dann würde ich sagen, ich bin ein Experte und du bist es nicht, weil du. Aber was machen diese Interneterklärer? Die machen alles, die machen genau das, was alle anderen auch tun, und behaupten hinterher, ne, sie wissen, worum es geht. Und ich, was ich so erstaunlich finde, ist, dass da keiner sich drüber kaputt lacht. Vielleicht ist das mit der Programmierung aber auch so. Also die Software, die ich manchmal jetzt stolpere, sage ich mir auch. Die hat einfach nur danach dann noch geschrieben, was er gemacht hat. Ja, ja, klar, ja, klar, natürlich, ne, aber nochmal, es geht doch nur darum, dass diese Interneterklärer von einem Link zum anderen, nur darum, mehr machen die ja nicht. Und dann veröffentlichen sie einen Text und verschicken dann wieder nur einen weiteren Link. Ja, aber das Flügelwort, die kochen auch nur mit Wasser, ist ja auch nicht erst seit dem Internet da. Ja, nicht nur, dass sie nicht mit Wasser kochen, sondern sie haben eigentlich nichts, worüber sie sprechen können. Ne, sie haben eigentlich nichts, sondern sie haben nur verschiedene Texte, die sie gelesen haben, verschiedene Bilder geguckt. Ja. Und das gilt für dich genauso wie für mich. Und zwar haben sie aber dann die Begabung, ja, die Fähigkeit, es aufzuschreiben in einer Art und Weise, dass es Attraktion gewinnt. Das glauben wir, das hätten wir das gerne. Die hätten dann so eine spezielle Begabung. Das sind dann irgendwelche seltenen Genies. Ja, ja, eine spezielle Begabung, schreiben wir einfach. Sie tun es einfach. Naja, aber der interessante Fall ist ja. Die Möglichkeiten, es zu dokumentieren, die tun es halt nicht. Deswegen haben sie nicht die Attraktion. Nee, sondern der Grund ist ein anderer. Der Grund ist, die Gesellschaft stellt das fest, die Gesellschaft weiß, das ist irgendwie anders neu, und sie versucht das zu normalisieren, indem sie auf bekannte Weise reagiert, und eine bekannte Weise, etwas Unbekanntes zu normalisieren, besteht darin, mit Altem einfach weiterzumachen, sprich Interneterklärer zu zitieren. Und dadurch werden die prominent. Also sie werden eigentlich nur dadurch prominent, dass sie zitiert werden. Und nicht dadurch, dass sie so begabt sind. Oder dadurch, dass sie so gut informiert sind. Sondern es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ne? Wenn alle Leute Texte schreiben, dann ist es eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner dann prominent wird. Und mehr ist es nicht. Das hat nichts mit Begabung und auch nichts mit Intelligenz und auch nichts mit besserem Informiertsein zu tun. Und aber das funktioniert. Das muss man ja nur sagen. Es funktioniert. Und was ich nur erstaunlich finde, ist, dass keiner darüber lacht. Ja, stattdessen regen sie sich auch noch drüber auf über den Quatsch, den sie erzählen und schreiben, statt zu lachen, zu sagen, mein Gott, ist doch eine Seppelei. Diejenigen, die drüber lachen können, ist meine These dazu,
denen ist es einfach nicht wert, darüber zu lachen. Und diejenigen, die es nicht beurteilen können, die nehmen das jedenfalls als Informationsfetzen, an denen sie sich festhalten können, und sie haben sich dementsprechend das aufgeschrieben. Weil sie sich nicht selbst mit dem Problem in dem Fall beschäftigen wollen. Gut, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Augenblick Pause. Und dann greifen wir genau diesen Punkt auf, ne, diese Leute, die versuchen, den Verkehrspolizisten zu spielen. Wir haben jetzt eine Stunde, über eine Stunde gemacht. Ich würde sagen, jetzt eine Viertelstunde Pause und dann gehen wir noch in den Workshop rein. Ja, danke.